Endlich ist es wieder soweit. Die 33. ADAC Hansa Veteranenrallye aus Lüneburg startet am 24.08.2024 und das bei traumhaftem Wetter. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel und hier und da zeigt sich eine kleine Wolke, als wollte sie den Oldtimern kurz zuwinken. Um 10 Uhr ging es los in der Lüneburger Innenstadt am Sande. Rund 90 prächtige Veteranenfahrzeuge freuten sich auf die 150 Kilometer lange Strecke. Die alten Motoren durften einfach laufen, so wie sie es am liebsten tun. Die Strecke führte durch das wunderschöne Niedersachsen und nach etwa 80 Kilometern war es Zeit für die traditionelle Mittagspause in Großliedern bei Uelzen. Tja, hier wurden nicht nur die Fahrer, sondern auch die Oldtimer wieder aufgetankt. Gegen 15 Uhr saß ich dann in Altenmedingen in einem gemütlichen Gartenstuhl und ließ die beeindruckende Parade von Klassikcars an mir vorbeiziehen. Für die unerfahrenen Zuschauer, ja, auch für mich, habe ich die Namen der automobilen Kunstwerke mit angegeben. Es war ein Fest für die Augen und für die Sinne. So viele herrliche Fahrzeuge, eines schöner als das andere. Zum Schluss meines Films habe ich noch ein besonderes Schmankerl für euch. Den Osi, einen seltenen Sportwagen aus Turin.
Dieser elegante Deutsch-Italiener hat Teile von Ford, wie den 2,8 Liter V6 Motor, dazu Rücklichter vom Ferrari 275, der Maserati gab Lenkrad und Aschenbecher und der Hubknopf stammt vom Fiat 500. Hier war Europa vereint. Ich durfte sogar unter die Motorhaube schauen und war wirklich begeistert von diesem Meisterwerk. Diesen Tag sollten wir uns alle merken. So viele gute Dinge auf einmal. Herrliches Wetter, begeisternde alte Autos und eine Atmosphäre, die alles unterstützte. Das war ein Tag, der das Herz jedes Oldtimer-Fans höher schlagen lässt.